Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review von Transformers Prime, heute mit RC in der Deluxe Class. Ja, RC wird diesmal als Charakter in einem blauen Motorradmodus präsentiert. Wir erinnern uns, damals zur Movie Line war sie ein pinkes Bike und damals zur Energon Line war sie auch ein pinkes Bike. Ja, ich finde, die blaue Farbe passt ja sehr gut. Sie wirkt dann natürlich richtig schön düster, was auch allerdings zu ihrem quasi Ninja-Modus passt. Das heißt, die Figur selbst hat keinen Ninja-Modus, aber sie schimpft sich selbst Ninja und Scout halt in der Serie. Ja, Transformers Prime RC wird wie gesagt geliefert in einem schönen Bike-Modus. Die Figur ist in zwei verschiedenen Versionen mittlerweile zu bekommen. In dieser klassischen Version und einmal in der Beast Hunter Version. Die ist dann ein bisschen, ist quasi das gleiche Modell, nur ein paar Zacken dran und auch ein leichter Marmoreffekt und die Waffen sind ein bisschen anders. Aber ansonsten eigentlich im Groben dasselbe. Ja, RC an sich, was soll ich groß zu ihr sagen? Sie ist im Gegensatz zu der First Edition, die es damals gab, ein wenig leichter zu transformieren, hat etwas weniger Gelenke. Ansonsten, ja, es ist fast das gleiche Modell. RC ist in einem nicht ganz so metallischen Plastikblau geliefert. Das heißt, ich zoome mal kurz ran. So. Man sieht leichten Silberschimmer drin, der quasi in das Plastik eingearbeitet wurde. Ansonsten hat RC vorne einen richtig metallischen Frontschild. Was ich jetzt an dieser Figur im Fahrzeugmodus vermisse, sind Autobot-Symbole. Sie hat nirgendwo einen Autobot-Symbol drauf. Nicht auf der Frontscheibe, nicht auf der Seite, nicht oben drauf, nirgends. Sehr schade eigentlich. Ja, RC an sich, kommen wir mal zur Transformation. Oder, nee, noch besser, erstmal zu den Details. RC steht in dem Fahrzeugmodus leider nicht so gut, deswegen hat der Hersteller sich etwas Schönes einfallen lassen. Ein kleiner Plastikständer hier unten, mit dem die Figur steht. Perfekt. Im Fahrzeugmodus, die Waffen sind miteinander, wie man sieht, verbindbar. Kann man auseinander machen. Hat man eine Waffe und eine Klinge. Ich muss zugeben, die Waffen sind gegenüber der Originalserie ja ums Fünffache vergrößert. Denn die Waffen sind eigentlich in ihrem Arm drinne. Das heißt, deutlich kleiner und die Klingen sind auch nur halb so groß, wenn nicht sogar noch kleiner. Ja, die Waffen kann man hier vorne, das sind kleine Packs, kann man quasi hier vorne befestigen. Die Waffe ebenso. Zugegebenermaßen nicht so schön finde. Was man aber machen kann, als kleiner Hinweis, die Waffen haben hier unten so kleine Löcher drin. Hier unten sind es kleine Packs. So kleine Stifte, da kann man, wenn man ganz vorsichtig ist, die Waffe auch dran befestigen. Und dann sieht es dementsprechend auch deutlich besser aus. Man sollte nur vorsichtig sein, die Stifte sind sehr dünn. Nicht, dass man jetzt sie abbricht, das passiert sehr schnell. Einmal knack und sie ist ab. Deswegen ganz vorsichtig auch wieder lösen. So, kommen wir zur Transformation von RC. Die Transformation ist ganz einfach und simpel. Man klappt einmal erstmal das Rad nach oben, was quasi an zwei Joints ist, an zwei Gelenken. Einmal das Gelenk, was wir hier sehen, plus hier unten nochmal ein Gelenk. So, einmal hochklappen, seitlich zur Seite. Das wird dann quasi das Jetpack, oder ja, Jetpack, das ist das Rückenmodul. Ja. So, jetzt kann man die Seitenwände aufklappen. So nach hinten. Das ist quasi schon der Rücken von RC.
So, man sieht hier, die Arme sind schön angewinkelt, die Hände sind hierhinter verstaut. Ja, der Kopf ist hier schon zu sehen, die Knie und hier der Fuß. Die Transformation ist sehr schön gehalten, sehr einfach, sehr simpel. Und da haben sich die Techniker damals, wo sie die Figur konzipiert hatten, natürlich richtig geile Ideen einfallen lassen. So, jetzt klappen wir einmal die Beine so nach hinten. Ja, Torwartständer natürlich einklappen. So, die Beine hier unten lösen. Das heißt, hier hinten sind zwei kleine, wie ihr seht, zwei kleine blaue Packs, die einfach lösen. Und die Reifen splitten in zwei Hälften. So, fertig. Jetzt ist es wichtig, die Räder einmal reinzuklappen und schon kommt der Fuß quasi zutage. Hier genau das gleiche, diesmal von der anderen Seite. Rumklappen und hoch. Ja, das sind eigentlich schon die Füße. So, jetzt einmal die Füße nach oben. So. Und den Torso nach unten. Jetzt gibt es hier ein schönes Automorph-Feature. Ja, vielleicht vorher nochmal die Arme lösen. Das klappt leichter. So. Das heißt, der Kopf, der hier eingefahren ist und der Torso, wenn man jetzt den Torso nach unten drückt, kommt automatisch, ihr seht's, der Kopf nach oben und die Brust schließt sich hier oben. So, fertig. Jetzt noch das Rückenmodul nach hinten klappen. Die Scheibe quasi direkt oben an den Benzinkanister dran und ja, da haben wir sie. Transformers Prime RC. Die Waffen kann man jetzt natürlich noch an der Seite befestigen. Natürlich überdimensional. So, die Waffe, die Schusswaffe, könnt ihr entweder so am Arm befestigen. Oder, was ich auch sehr interessant finde, was auch dem Original, auch wenn sie dreimal, viermal, fünfmal so groß ist, immerhin noch mehr wie der Serie ähnelt. Hier unten, wie gesagt, sind zwei Packs. Man kann sie einmal ganz normal in die Hand geben, was natürlich dann blöd aussieht. Oder ihr befestigt sie quasi hier hinten an diesem Halter. Und schon habt ihr quasi die Waffe, wie sie in der Serie quasi aussieht. Nur halt, ja, deutlich größer. ja. So. Die Waffen, wie gesagt, sind auch sehr mit den Armen gelenkig zu verbinden. Das heißt, sie hat einen Balljoint hier oben. Das heißt, ihr könnt tausend verschiedene Posen machen. Sie hat ein Kugelgelenk in den Ellenbogen, sie hat ein Kugelgelenk in den Schultern, Kugelgelenk in den Händen, die Beine, Kniegelenk. Hier unten die Beine lassen sich leider nicht bewegen. Kugelgelenk hier oben in der Hüfte. Man sieht es hier nochmal. Ein kleiner normaler drehbarer Joint oder ein Gelenk. Und dann noch einmal das Kugelgelenk an sich. So, der Kopf von RC ist auf einem Kugelgelenk. Schön bewegbar. Und ja, ich zoome gerade mal ran. Der Kopf an sich von RC ist mit der Originalserie sehr ja, passend quasi umgesetzt. Nur die Farbgebung fehlt ein wenig, das Rosa. Genauso natürlich auch an dem Bike selbst. Denn in der Serie hat sie halt noch ein bisschen rosa hier an der Seite. Und das ist jetzt hier halt bei der Figur in Silber gehalten. So, RC an sich wird wie jede andere Figur aus der Line mit einer sehr schönen Packung geliefert. Und natürlich mit dem Standard Artwork. Und dann natürlich einmal der Fahrzeugmodus und einmal die Figur an sich. Ja, und wie der Text natürlich ganz normal sagt, das wäre dann, muss ich mal gucken, selbst Deutsch, oder? RC arbeitet unermüdlich, um immer einen Schritt voraus zu sein. Was natürlich auch wieder ihre Rolle
als Kundschafterin bzw. Frontkämpferin natürlich nochmal deutlich untermauert. Ja, die Figur an sich, wie gesagt, ich liebe diese Figur. Das ist eine nach meiner Meinung nach besten Figuren der Deluxe-Line von Prime. Ich würde sie mit der Beweglichkeit 9 von 10 Punkten würde ich ihr geben. Die Figur an sich von der Farbgebung, es fehlen leider ein paar Farben. Sie sieht dadurch ein bisschen trist aus und ja, die rosa Farbe fehlt halt. Dafür ist sie halt in Silber teilweise gegeben. Leider ein bisschen verfälscht, allerdings macht das dem nicht viel ab. Ich würde sagen, trotzdem auch von der Farbe her 9 von 10 Punkten. Overall im Robotermodus auch 9 von 10. Im Fahrzeugmodus würde ich sagen 10 von 10. Allgemein würde ich eher dazu tendieren, anstatt 9 von 10 würde ich der Figur sogar volle Punktzahl 10 von 10 Punkten geben. Einfach nur genial. Die Flügel sind zwar ein bisschen größer wie in der Serie und wie gesagt, die Waffen sind ein bisschen größer, aber ja, mir gefällt sie. Ich würde sie mir jederzeit wiederholen und ich werde mir auch definitiv die neue von Beast Hunters holen. Ja, wer sie noch bekommt, schlag zu. Die Figuren laufen momentan aus, das heißt, Wave 1 ist nicht mehr wirklich erhältlich. Falls ihr doch noch irgendwo eine Figur davon finden solltet, holt sie euch, wenn sie euch noch fehlt. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, wie immer, Fragen, Kommentare, Kritik, alles unten in die Kommentare posten. Ich werde mich dem annehmen. So viel dazu. Ich wünsche euch was. Euer Rexfor.